Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde Seven Days to Die. Wir sind dabei, unsere Zombie-Falle zu reparieren. Ach ja, stimmt, ich muss ja auf der Seite noch rein. Hier war ja der Riesenschaden. Wahrscheinlich, von einem Bullen. Hätte ich schon beinahe vergessen. Wenn es mal nur ein Bulle war. So, dann die Seite noch. Nicht, dass mir hier in der nächsten Nacht die Wand einbricht. Ja, hat auch der Fußboden immens gelitten. Na, haben wir alles, wa? Noch den Boden. So, dann den nächsten Gang. So, kurz mal den Boden checken, alles gut. Oh, hier sieht's wunderbar aus. Ja, sehr schön. Da kommen wir auch noch ran. Kriegen wir die auch irgendwie noch? Oh ja, yeah, hier haben wir auch noch erwischt. Jetzt wird's aber schon crazy, ey. Ich hab keinen Bock, Schaden zu bekommen. Oh, die sind hier alle kaputt. Aber ansonsten, Mauer sieht hier ganz gut aus. In den Gang kommen wir sowieso nicht rein. Ja, aber der passt wunderbar. Ah, die Wand sieht gut aus. Er scheint nicht viel gearbeitet zu haben in der letzten Nacht. Alles tut die. Auch noch kaputt. Oh, haben wir? Jetzt hat er sie. Weil die Seite sieht auch super aus. Klasse, erledigt. So, haben wir schon den letzten Schnetzler repariert. Fußboden ist hier gut. Da komme ich nicht gut rein. Auch noch ein bisschen angenatzt. Na, kriege ich die ganz kaputte da irgendwie? Jawohl, jetzt haben wir sie. Hier ist auch noch ein Schaden. Wir sind auch noch mal ein bisschen weiter gekommen. Tja, das passt auch. Sind wir einmal rum. Da war noch irgendwo was. So, die ganze Elektronik. Passt. Jawohl, sind auch alles heile.
Achso, warte mal. Dollar. Ja, alles tut die. So, wie sieht's hier aus? Ah, hier ist der Doppelte. So, das haben wir auch. Da müssen wir nur noch mal so ein bisschen hier innen gucken. Oh, dann können wir das reparieren, denke ich mal, abschließen. Ich meine, ist ja keiner bis zu seinen Gittern gekommen. Okay, der war knapp daneben. Also sollte ich meinen Stahl jetzt nicht unbedingt verschwenden. Na, ich denke mal, es passt. Naja, also 720 Sprit noch. Hier unten noch irgendwas. Ich könnte allerdings mal die hier auf jeden Fall mal upgraden. Sicher ist sicher. So, das passt auch alles. Südosten. Na, komm. Hey. Okay, die muss so einiges. Immer noch nicht voll. Okay, hier ist die Muni alle. Kriegen wir gerade so eben noch. Nordosten. Höchstwahrscheinlich muss ich nochmal ran. Oh nee. Die kriegen wir sogar auch noch voll. Also die Most. Die bin ich mehr. Wie hast du noch? Kriegst mal die Hälfte. Voll. Ja, kriegst hier den Rest. Die hat auch nicht geballert. Das ist ja eigentlich alles ziemlich wunderbar. Die Geier ja ein bisschen rumgeeiert, war. Das Eisen habe ich jetzt nicht mit. Das passt. Rot lassen wir gleich wieder hier. So.
So, dann haben wir das erledigt. Jetzt noch kurz die Teile ablegen. Oh, dann können wir ab zur Baustelle. Also Beton. Etwas über 4000. Trader Joel's is now closed. So, da haben wir auch noch Holz. Dead und Dead brauchen wir erstmal nicht. Der ist unsere Werkbank. Doch, die passt da noch hin. Das ist ja wunderbar. Nein. Ich muss natürlich rechts klicken. So, der ist damit auch durch. Er hat noch nicht gerade viel mehr gemacht. Naja, immerhin noch über 2000 macht er uns noch. Die Teile weg. Tja, da Nacht ist, würde ich sagen, Kaffee eingepackt. Wir gehen Steine besorgen. Ich denke mal, leer machen brauche ich nicht. Also geht's halt noch nicht auf die Baustelle. Hey, ein Wolf. War das ein Wag? Ich glaub nicht, ne? Was? Jetzt kann ich wahr sein. Irgendwas angelockt? Sieht nicht so aus. Was? Nur ein Einzelner? Sieht so aus, ne? Es war bestimmt der übliche Wolf, der hier immer rumfeiert. Oder eigentlich normalerweise hier hinten irgendwo ist. Die Luke beschützen und wenn ich aufs Motorrad muss, also so. So, kurz orientieren. Das ist das, was wir hatten, ne? Kurz mal checken. Ja, genau. Also müssen wir irgendwie da hinten rüber. Ja, das kann natürlich ein bisschen dauern. Na, komm hier hoch hier. Das möchte ich dann aber von hier. So.
Dann können wir hier nämlich noch, wenn es gut läuft, ein bisschen Eisen mitnehmen, ne? Zack, Kaffee rein. Noch was fressen. Da ist schon mal ein Stein angekommen. Da würde ich ja mal sagen, ich mache euch hier einen Cut. Weil ich hack jetzt hier nur Steine. Das ist, denke ich mal, unspektakulär. Wir sehen uns am nächsten Morgen. So Leute, ein klein wenig läuft die Nacht noch. Es ist nichts Großartiges passiert, aber ich dachte mir, ich mach mal wieder an, denn wir haben das Nitrat da oben erreicht. Ein Wolf jault halt oben ein bisschen rum. Den nervt das sicherlich, dass ich hier am Hacken bin. Aber ansonsten ist nichts passiert. Ein Level haben wir noch gemacht. Da könnten wir eigentlich nochmal schnell einen drauf geben. Wir machen jetzt hier weiter und gönnen uns jetzt hier nur die nächste Hauptader, die Goldmine. Und dann brauchen wir da auch nur noch den letzten. Viertelstunde noch Nacht. So lange hacken wir jetzt hier noch Nitrat. Das brauchen wir ja auch unbedingt. Schön, dass wir wieder zu einer Mine durchgedrungen sind. Die andere war jetzt hier im selben Minenkomplex hier nicht so ergiebig. Ich hoffe mal, die hier gibt ein bisschen mehr her. Oh, muss er repariert werden. Das können wir jetzt eigentlich auch mal ausnutzen, um abzuhauen. Können wir auch mal sehen, wie lang der Tunnel geworden ist. Also man kommt jetzt mit dem Upgrade mit mehr Schaden noch hier ganz gut durch mit den vier Schlägen. Ich wollte jetzt hier natürlich nicht den Bohrer nehmen. Ist hier, wenn ich dann hier abhaue, die Hölle da oben los ist. Falschen Ausgang genommen. Der Wolf muss irgendwo da sein. Scheiß drauf, ich brauch's Fleisch jetzt nicht. Wir haben genug Fleisch. So, was müssen wir ablesen? Hier ein bisschen Knochen. Was vom Futter. Es sieht echt schon brutal aus in unserer Essenskiste. Da will ich ein bisschen Sand, ein bisschen Eisen. Und naja, zumindest zwei Stecke Steine haben wir voll. Hier aus. Nur noch 5000. Nur noch 9000. Klein wenig Nitrat haben wir auch gekriegt. Kurz mal erstmal Leder. Kaffee. Die Muni kann ich hier auch ablegen. So, die sind einsatzbereit. Platz ist genug.
geht. Er ist schon wieder ein bisschen Zement fertig hier. So, hier kommen erstmal neue Steine rein. Kommen wir mal ruhig eine Stunde hier. So, den Rest hier auch noch in Zement. So, du kriegst auch noch mal neue Steine. Den Auftrag geben, ist der Zement auch schon wieder weg. So, Kohle weg, Sand weg. Steine, so viele brauche ich nicht. Da bunkern wir uns gleich welche. Die brauchen wir immer nur für unseren Hammer. Das sollte reichen. So, ich glaube, ich brauche die Federn. Klebeband. Ich packe mir auch lieber gleich noch ein bisschen Kleber ein, falls ich noch mehr Klebeband brauche. Leder, glaube ich. Ach ja. Teile. Irgendwas fehlt noch. Ah ja, Stahl. Stahl und Eisen natürlich. Da siehst du, diese Schraubenfedern hätte ich gar nicht gebraucht. Sechs. Und woran hapert's dann? Am Öl. Vier haben wir. Das wären 10. Wir haben ja noch Öl, ne? Ja, aber kein Platz mehr. hier, pass auf, Schraubenfeder brauchen wir eigentlich erstmal nicht. So, das wären jetzt dann schon 11. 4 haben wir halt. Ich mach mal 10, dann haben wir 14. Dann haben wir mal welche auf Tash. Wird auch ein klein wenig Öl. Also auf jeden Fall dann am besten in der nächsten Nacht mal wieder Ölschiefer besorgen in der Wüste. Dass wir auch Öl nochmal ein bisschen pushen können. Ja, so, die 10 sind schon mal unterwegs. So, da, Schrotflinten-Geschützturm. Bewegungssensor. Ach ja, und Schrotflintenteile 3. Ja, dann machen wir doch erstmal Bewegungssensoren. Ach, da kannst du ruhig mal 8 von machen. Das verbraucht jetzt nicht gerade viel. Dann haben wir die schon mal. Oh yeah, wir müssen schrauben gehen. Elektrische Teile, so gut wie alle. So. Tisch, 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 Tisch. Ah, warte mal. Genau, ich mach mir. Ich mach mir gleich auch noch ein bisschen Klebeband. Da haben wir dann auch ein bisschen was auf Tisch. Warte mal, da haben wir doch noch Plastik. Das muss mal weg. Tja, mechanische geht noch, nur elektrische halt nicht. Achso, wir haben ja extra die Dinger hingelegt, so. Dann haben wir alles. Dann können wir jetzt erstmal wieder bauen. Durch die Gasse.
da sind wir auf unserer Baustelle. Ah, jetzt habe ich wieder die Gitter vergessen, ne? Ah, Gitter hätte ich mal gleich produzieren sollen. Ich bin ganz ehrlich, das ist wichtig, weil ich sonst die Mauer nicht weiter hochziehen kann. Daher muss ich leider nochmal zurück. Ja, die werden doppelt. Wie viel werde ich für eine Ecke brauchen? Ich denke mal so 15, 16. Dann doppelt, 32. Also so 70 wäre schon nicht schlecht, wa? Ui, das wird aber kosten, ey. Ja, die mittigen. 130 würden nur gehen. Ja, ich weiß es nicht genau, aber 70, 32 Minuten reicht auch schon wieder die Zeit nicht mehr. Ein bisschen Kohle hier. Das würde auch für ein Lehm gar nicht reichen, ne? Ach komm, ja. So, jetzt aber. Schon wieder 7 Uhr. Ja, mal Frühstück machen. Gut, ich baue mir jetzt auch deine Brücke rüber. Doch keinen Bock mehr, mal da unten lang zu laufen. Schönen Turm. Immer wenn wir da hochkommen, kann er uns so eigentlich ganz gut beschützen. So, ach so, ja. Ich hatte ja nicht an den gebaut, naja, habe aber ein paar Blöcke verloren. Liegt da jetzt Holz rum? Oh, jetzt habe ich hier Müll drin, ey. Das muss natürlich irgendwann weg. Ja, wir können erstmal direkt mal neue Blöcke machen. Bloß nicht wieder die Holzform, wir nehmen die Rahmenform. Ja, zack, gleich mal wieder 500. So, und Bomix, aufpassen, nicht runterfallen. Ja, hier können wir die nochmal ganz normal ziehen, die Mauer. So, hier kommen ja dann Gitter. Hier nicht mehr. Dann werde ich das hier wahrscheinlich mit einer Wand machen, ne? Na? Kommt irgendwas? Na, zu sehen ist nix. Nö, das war der Text. Ja. Mal gucken. Ah, das Gute ist, die sind gleich hier mit drin. So, Platte mittig. Nee. Platte aus Mitte. Kommt doch eine. Bleib oben. Komm her hier. Hey, sexy. Okay, jetzt bin ich schon wieder 2 hoch.
So wollte ich das machen, damit keiner rüberkommt. So, welche ist das denn wohl? Kommen noch mehr von diesen Wänden? Nee, ne? Tja, ich nehme mal die. Die sieht ja eigentlich ganz normal aus, ne? Ja, und dann. Ich hoffe auch, dass es vom Gewicht her dann hält. Aber dann sollte ich eigentlich hier doch noch mal an den Ecken noch mal Blöcke ansetzen. Damit die dann hier auch dran sitzen. Ich weiß ja nicht, ob das genauso gut hält, wenn da ein Gitter ist. Ja, kommt, ey, wir machen das erstmal so. Ah. Da ist eine Lücke zwischen. Ja, hier brauche ich sowieso eine Ecke. Das kann ja eigentlich nur die sein. Die müssen wir uns erstmal noch drehen. Ob am Gesicht reicht, wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Kommen wir mit dem Fortgeschritten. Ich muss aufpassen. Da brauche ich auch eine. Und da hinten auch. Also wenn die kommen sollten. Ja, das ist die. Das ist die. Dann müsste jetzt ja gleich die andere kommen, oder? So, und dann ist das hier nicht der richtige. Welche könnten das dann sein? Ah, hier, die eine ganz normale Platte bestimmt. Und die halt einfach drehen. Da war schon die richtige Seite. Das ist die. Nochmal die. Und die letzte. Entschuldigung. So. Ja, da mache ich glaube ich eine geschlossene Ecke und hier mache ich dann die mit den die Wände mit den Stäben hin. Also brauchen wir noch mal eine Ecke. Ist das noch mal fortgeschritten? Ne, muss ich erstmal wieder einstellen. Welche ist das? Die. Jetzt haben wir die. Nee, doch nicht. Quark. Wir verspringen doch nicht immer. So. Dash, das hätten wir auch. So, da kommen dann die Gitter hin. Da würde ich mal sagen, wir graden das jetzt mal ab. Und gucken mal, ob das so schon mal hält. Es müsste eigentlich halten. Das kann ja noch nicht viel Gewicht sein. Ne?
muss auch noch mal weg. Hier machen wir ja den Weg rüber zu der zweiten Station, die wir da drüben aufbauen. Und dann müssen wir hier irgendwo eine Tür auch einbauen. Weil ich werde mich auf jeden Fall, wenn ich hier weg will, ne, ich werde mich über eine Leiter nach oben verpissen. Aber da können ja die Zombies nicht lang gehen. Aber sie müssen ja einen Weg haben, um uns hier angreifen zu können. Deswegen müssen wir hier noch eine Tür reinbauen. Aber ich denke mal, da wir das da drüben noch nicht abgegradet haben, dann baue ich die Tür da drüben ein und lasse das hier geschlossen. Hier machen wir halt ne, so einen Weg. Hier einmal um die Ecke rum. Den wir natürlich dann auch mit Wänden bauen. Damit wir da geschützt sind. Wir können den eigentlich auch gleich zweifach bauen. Und da baue ich einen einfachen Weg. Spart Ressourcen, ne? Nee, dann bauen wir einen einfachen Weg. Ansonsten müssen wir mal irgendwas abreißen. Ich hoffe, es wird nicht so viel. Weil es ja alles unheimlich viele Ressourcen kostet. Aber wir haben hier das Ende der Folge erreicht. Wie es mit dem Bau des Turms hier weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss.